Also tatsächlich, ein Highlight ist dieses Jahr wirklich unser kleiner Dino-Park, den wir aufbauen. Ansonsten Highlights dieses Jahr, Saltatio Mortis haben wir natürlich da als, ich sag mal, aus dem Mittelalter kommende Highlights. Wir haben dieses Jahr am Freitagabend einen DJ, der wirklich auf der Hauptbühne auch performen wird. Wir sind noch nicht auf dem Festival, wir sind ja im Hauptsitz von Elbenwald in Cottbus, aber mir gegenüber sitzt schon Alexander Lapeter. Den Stress sieht man hier schon so ein bisschen an, lange ist nicht mehr hin, gut anderthalb Monate noch in etwa. Wie weit seid ihr mit den Vorbereitungen fürs Elbenwald-Festival dieses Jahr? Du, ich sag mal, wir sind bei 90%, ja, und das Schlimme ist, dass die anderen 10% sich eigentlich wie 90% anfühlen. Ja, also jetzt ist einfach bei uns der Teil, das Programm steht, alle Bands sind gebucht, alle Acts, ja, wir wissen genau, was passiert, aber es sind einfach unzählige Details, ja, an denen man noch arbeiten muss. Ich glaube, vielen Leuten ist immer nicht klar, was einfach im Hintergrund noch passiert, um wie viel Kleinigkeiten man sich kümmern muss, Infrastruktur, die aufgebaut werden muss. Jede Steckdose, die irgendwo sein muss, muss geplant sein und da passiert einfach jetzt die Hauptarbeit, ja. Also 8-Stunden-Tage ist demnächst nicht. Also noch schaffe ich es gerade so, irgendwo zwischen 8 und 10 Stunden zu landen, aber ich sehe schon kommen, bald nicht mehr. Worauf freust du dich dieses Jahr am meisten beim Elbenwald-Festival? Aber was ist das Highlight? Ich habe gesehen, es wird einen Dino-Park geben. Ja, also tatsächlich, ein Highlight ist dieses Jahr wirklich unser kleiner Dino-Park, den wir aufbauen, mit ein bisschen Dino-Action, auch Dinos zum Gucken. Ist einfach, ich glaube, Dinos mag irgendwie ja jeder und da nehme ich mich nicht aus und auch ich habe mich sehr gefreut, dass wir da mal sowas ausprobieren. Ja, wir haben ja eben ein bisschen das Ziel, dass auch jedes Jahr was neu dazukommt und immer mal was sich ändert und ich glaube, die Dinos werden dieses Jahr schon eine Attraktion sein. Wie steht es denn allgemein in den Vorverkaufszahlen? Seid ihr zufrieden soweit oder ist da noch ein bisschen Luft nach oben oder sagt ihr schon, Leute, ihr braucht nicht mehr kaufen? Nee, also ausverkauft in dem Sinne sind wir nicht. Wir liegen deutlich über dem Vorjahr. Also es wird tatsächlich voller werden noch als letztes Jahr. Da war es ja auch schon deutlich voller als im Jahr davor. Man muss gucken, spannend ist immer, was die letzten Tage passiert. Ja, weil es kann wirklich sein, dass man kurz vor der Veranstaltung sagen muss, man ist jetzt ausverkauft. Einfach, weil man sich sonst anders vorbereiten müsste. Ja, nicht, weil kein Platz mehr da ist, sondern weil keine sanitären Anlagen dann ausreichend da wären, Sicherheitskräfte und so weiter. Darum gibt es schon so eine interne Obergrenze, die man anstrebt. Und da sollte man zumindest nicht am letzten Tag noch Karten buchen wollen. Ja. Wie ist denn so das Feedback? Ich meine, wir sind jedes Jahr auch mit dabei, die Leute auf dem Festival selbst sind begeistert. Wie ist denn so über das Jahr das Feedback? Hält diese Begeisterung an und wird es wirklich immer mehr? Also auch da würde ich mal sagen, ja, was uns auch auszeichnet, ist, dass wir einen sehr, sehr konstanten Ticketverkauf haben, was uns ja von anderen Festivals unterscheidet, wo halt immer entweder mit Ankündigungen dann was passiert, ja, oder kurz vorher. Und bei uns ist das ganze Jahr über sehr konstant, was für mich einfach ein Zeichen ja, da, was ist, was auch dahin deutet, dass man einfach kontinuierliches Interesse auch hat, ja, und die Leidenschaft die ganze Zeit hoch ist. Welche musikalischen Highlights erwarten uns dieses Jahr? Wir gehen von aus, Cosplay-Wettbewerb wird stattfinden, also die Standardsachen, die man schon kennt, wenn man Festivalgänger ist. Die, ja. Aber wer ist da? Ja, wie du schon sagst, die Standardsachen auf jeden Fall. Ja, das Highlight, was ich jedes Jahr sage übrigens, ist natürlich wieder die Zweiraum-Silke, meine persönliche Lieblingsband. Ansonsten Highlights dieses Jahr, Saltatio Mortis haben wir natürlich da als, ich sag mal, aus dem Mittelalter kommende Highlights. Wo ich mich auch sehr darauf freue, ist die Band Querbeat. Ich glaube, die ist in der Region hier gar nicht so bekannt, weil die wirklich im Kölner Raum sehr stark ist. Wo ich aber versprechen kann, dass die unglaublichen Abriss machen und ich glaube, das wird auch eine richtig coole Party werden. Ich erinnere mich an eine richtig coole Party letztes Jahr am Freitagabend mit Trickfilmmusik bis zum Abwinken. Wolken hinterher, einer Legende auf der Spur, treibt der Wind dies übers Meer. Come on! Oh, one beat! Na 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 one beat! Irgendwie sowas auch wie dieses Jahr wieder geplant, so als Abendparty noch? Haben wir auch dieses Mal ein bisschen anders. Ja, tatsächlich dieses Mal nicht mit Liveband, sondern wir haben dieses Jahr am Freitagabend einen DJ, der wirklich auf der Hauptbühne auch performen wird, der sich auch spezialisiert hat auf Remixe von Fernsehserien, Intros und so weiter, Star Wars Soundtracks und ich glaube, das kann auch eine ganz witzige Nummer werden. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß bei den weiteren Vorbereitungen. Wir werden uns kurz vom Festival natürlich nochmal sehen, dann schon auf dem Gelände und dann freuen wir uns wieder auf ein richtig cooles Festival in Cottbus. Das verspreche ich euch.